Momentan ist Kräuter-Wildpflanzen-Sammelzeit. Und immer wenn ich für meinen täglichen Bedarf was mit nach Hause nehme, lasse ich immer einen Teil davon trocknen. Also speziell für Tees sammle ich dann einzeln die Pflanzen. Und ansonsten mische ich alles Mögliche. Hier ist zum Beispiel Labkraut, Brennnessel, Löwenzahnblüten, Gänseblümchenblüten sind mit drin. Und ich glaube, da war auch noch Kirsch dabei. Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Und egal wie es kommt, also könnt jetzt auch zum Beispiel Beifußblätter. Und wenn die ganz trocken sind, dann mörserte ich die entweder. Oder tue sie in die elektrische Kaffeemühle und schaue, dass die so klein wie möglich werden. Also fast schon wie Pulver. Und mischt es mit Salz. Also man braucht eigentlich kein einfaches Salz mehr nehmen zum Würzen, sondern man kann eigentlich immer seine Portion Wildkräuter damit eigentlich konservieren, kann man sagen, und hat dann immer seine Mineralien eigentlich mit drin und es hat einen sehr würzigen Geschmack. Schafgarbe würde sich da auch noch ganz gut tun da drin. Und ja, es ist manchmal so, dass ja Pflanzen, die man sammelt, vielleicht übrig bleiben, die man nicht verwendet am Tag oder am nächsten Tag oder am Ende der Woche, wo man merkt, jetzt mag ich es eigentlich lieber frisch gesammelt wieder, dann trockne ich die. Auch für den heutigen Tag ist das Häufchen Kräuter, das ich da getrocknet liegen hatte, ist für heute fertig. Ich habe es gemörsert, da ist jetzt Salz mit drin und wird hier jetzt dann abgefüllt. Ein Teil ist schon hier drin. Es ist auch eine wunderbare Geschenkidee, finde ich. Und ich finde, das Gute daran ist, ich brauche keine Mengenangaben. Mal kommt halt ein Häufchen Salz noch mit rein. Und wenn ich wieder ein paar Kräuter habe, die getrocknet sind, eben immer dann, wenn ich sonst nicht weiß, wohin, oder bei mir passiert es eben öfter, dass dann einfach mal so eine Handvoll Kräuter getrocknet nirgendwo anders Verwendung finden. Und ja, das wird dann einfach bei mir verarbeitet als Kräutersalz. Und das Schöne ist, dass es halt immer auch was anderes ist, was dazu kommt und dementsprechend auch immer so kleine Geschmacksveränderung stattfindet. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis bald.